EHC, Rheinland, Endstand 28 zu 29. Hi, erste Halbzeit ist mir aufgefallen bei euch. Ihr habt sehr wirklich von Marco gespielt, habt uns da immer wieder Probleme bereitet. Gutes Wochenspiel praktiziert, fast 100%ige Quote da am Abschluss. Und war auch ein toller Erfolgmann, der den einen oder anderen Ball gefunden hat. Ihr habt einige Verletzungsprobleme gehabt. Wer würde euch vorhin die Gegner über die Zeit, mit der heute wieder rausgehen? Ja, auf jeden Fall. Erstmal guten Abend. Ich bin natürlich sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft heute hier. Wir hatten bisher im Saisonverlauf ein sehr schwieriges Programm. Wir haben die ganzen großen Kiel, Berlin, Flensburg, Hamburg, Gummersbach zu Hause gehabt, haben jetzt Lemgo, Göppingen zu Hause und auswärts Rhein-Neckar-Löwen und Groß-Weinstadt. Wir hatten eigentlich theoretisch nur einmal die Gelegenheit, wenn man die Stärken der Mannschaften sieht, in der Saison, da haben wir zugeschlagen. Und vor anderthalb Wochen habe ich auch gesagt bei uns, also wir haben in Friesenheim auf jeden Fall eine Chance. Aber dann ist eben sehr viel in anderthalb Wochen passiert, weil Spieler waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Unser bester Torschütze Svensson, grippekrank zurückgekommen, also konnte heute 2 Minuten spielen. Und wir haben 3, 4 Spieler, die nicht trainiert haben, also die sich heute zur Verfügung gestellt haben. Insofern ein Riesenkompliment an diese Spieler, weil die werden hier mit dem Kopf unterm Arm vom Spielfeld gekrochen, bevor sie irgendwie aufgegeben hätten. Das ist unsere Qualität, die haben wir vorher in die Waagschale geworfen. Und wir haben gegen 6-0-Deckung am Anfang sehr gut gespielt. Wir hatten dann Probleme durch Thomas' Deckungsumstellung auf 5-1. Einmal zuerst gegen Rückraum links, dann gegen Rückraum Mitte. Aber das haben wir nach der Halbzeit, haben wir uns an diese Deckung stärker gewöhnen können und haben das besser gespielt. Und natürlich ist das ganz am Ende eine haarscharfe Geschichte gewesen. Ja, also das ist ganz klar. Aber ich denke, wir wären auch hochzufrieden gewesen, wenn wir mit einem Punkt hier rausgegangen wären. Was enge Spiele, die können natürlich auch mal zum Gegner hinkippen, so wie es heute im Endeffekt der Fall war. Ich habe mir jetzt aus der ersten Halbzeit viele Paraden natürlich gehabt, viele leichte Fehler unsererseits, auch in der zweiten Halbzeit gegeben hat. Dann auch das Überzahlspiel, denke ich mir, von uns nicht ganz so, das hätte vielleicht sein können. Und wir haben in der ersten Halbzeit keine einzige Führung gehabt, in der zweiten Halbzeit. Deshalb hat das nicht die Sicherheit gebracht. Deshalb war die Fehlerquote noch jetzt in Menzo und ja, deshalb haben wir aus meiner Sicht das Spiel verloren. Nicht nur das Ergebnis, sondern insgesamt heute für unser Auftreten. Wir haben im Angriff im Prinzip kein Mittel gefunden gegen die Positionsverteidigung auf der 2, gegen unseren Halblinken. Haben im Prinzip im Angriff heute sehr viel Stückwerk gehabt und wenn wir Chancen hatten, haben wir sie dann in den entscheidenden Phasen heute nicht reingemacht, was wir in den letzten Spielen gemacht haben. Ich denke, wir haben heute gemerkt, alle haben gemerkt, dass die erste Liga kein Selbstläufer ist. Wir haben uns jetzt 7 Punkte geholt. Die 7 Punkte sind ganz, ganz wichtig gewesen. Es wäre fantastisch gewesen heute, wenn wir gewonnen hätten. Dann hätten wir mit 9 Punkten, denke ich, einen sehr, sehr guten Start gehabt, den uns keiner zugetraut hat. Ich denke, sowohl Trainer als auch Mannschaft haben heute gemerkt, dass wir einiges tun müssen, dass sowas in dieser Form nicht mehr vorkommt, dass unser Spiel dann auch gewinnt. Und werden mit der Mannschaft daran arbeiten, dass es die nächsten Wochen besser wird. Allerdings wissen wir, wir haben jetzt im Prinzip nur ein Spiel in der Vorrunde zu Hause gegen Melsung und dann sind schon alles Gegner, die von der Qualität her mit Sicherheit nicht leicht zu spielen sind. Es wird eine ganz, ganz harte Sache, das haben wir heute gemerkt. 2 Punkte wären wichtig gewesen, wir haben sie nicht geholt. Wir werden alles umgeben, um diese 2 Punkte woanders zu holen, um dann später über dieses Spiel lächeln zu können. Aber heute ist mir leider nichts daran zu gewinnen. In der Presse verlauten lassen, dass sich der Zwischenstand der Friesener Mannschaft mit 7 Busbuchen zurzeit nicht überrascht. Warum ist das so? Ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe, das klingt so abwertend. Also ich finde das fantastisch, großartig, was die Friesenheimer Mannschaft bisher gemeinsam mit ihrem Trainer gezeigt hat.
Die Mannschaft hat sehr überrascht. Ja, also auswärts sensationelle Auftritte. Also man muss in Hettstedt jetzt mal einen Punkt holen und in Wetzlar gewinnen. Weitere Punkte in Balingen, da weiß jeder, wie schwer das ist. Für mich ist die Balinger Mannschaft in diesem Jahr die stärkste, die jemals in der ersten Liga gespielt hat. Sieht man ja auch am heutigen Ergebnis, Sieg in Magdeburg, unfassbar, aber ja. Und dann fand ich auch beeindruckend, ich habe natürlich viel geguckt in der Vorbereitung hier den Sieg gegen Hannover, wo man schon führte mit 5 Toren und dann die Nerven besetzt hat, als Hannover ausgeglichen hat und dann sogar mit 1 Tor in Führung gegangen ist, wieder zum Konter nochmal nachzulegen. Und also insofern sage ich, sehr gutes Konzept. Ja, Aufbau einer Mannschaft in der 2. Liga, so wie wir das früher auch mal gemacht haben. Bei uns ist halt leider der komplette Kern Wisotzki, Landsberg, Schindler, Meier weg. Ja, wegen der, kann man ja so sagen, Pleite im letzten Jahr, wobei er dann Gott sei Dank nochmal eingesprungen ist. Wir konnten erst sehr spät verpflichten und wir haben eine extrem junge Mannschaft. Maillet 19, Holz 21 und so weiter und so fort. Wind ist 22, Svensson 23, Wernig 22. Genauso wie Friesenheim. Ja, Friesenheim hat aber eben, das ist so unser Handicap, wobei wir das mittlerweile fast ausgeglichen haben. Wir haben, sind eben nicht so eingespielt, obwohl man, finde ich, nichts davon gesehen hat. Das freut mich sehr. Und wir arbeiten eben sehr hart, um uns dann weiter in gewissen Details noch zu verbessern. Aber 7 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt für einen normalen Aufsteiger ist sensationell. Ja, jetzt hier 2 Spiele. Das ist einmal Hinblick. Dann habt ihr zu Hause das Spiel gegen Orenko. Einfach mal einen Ausblick auf die beiden Spiele. Was rechnet euch da aus? Wird sich die personelle Situation bei euch verändern? Ja, ich werde morgen freigeben. Die gehen laufen. Das war's. Die müssen sich regenerieren. Dann werden etliche Spieler weiter zum Arzt gehen. Müssen wir zum Physiotherapeuten schicken. Ich hoffe, dass Sigo Berger Svensson am Samstag wieder etwas fitter ist. Wir spielen in Nettstedt. Wir haben einen Trainerwechsel. Da müssen die Spieler jetzt die Antwort geben. Und das haben sie ja gestern schon in Hemmo. Wir sind da wieder Außenseiter, aber wir haben uns jetzt in den 2,5 Jahren erste Liga eigentlich daran gewöhnt. Wir haben nichts zu verlieren. Wir werden genauso wie heute Vollgas geben, nie aufgeben. Wir gehen in kein Spiel rein, auch nicht in Kiel, und sagen, das Ding haben wir verloren. Wir haben da ja schon mal einen Punkt geholt. Vor direkt zum Auftakt der ersten Liga. Und das ist immer unsere Einstellung. Wir werden am Freitag uns praktisch gut auf Nettstedt einstellen und dann gucken, was da drin ist. Thomas Vollgas heißt es dann natürlich auch für uns, wenn es nach Berlin geht. Wir haben ein paar Tage Pause, eine längere Pause als jetzt der BHC Rheinland bis zum Berlin-Spiel. Und Ewald Metzmann kommt 3 Tage später hierher. Da vielleicht ein Ausblick auf die Sicherheit, die wir schon gegeben haben, wie man es eben schon erwähnt. Also da vielleicht nochmal 2 Punkte abgreifen können. Jawohl, das ist ein unglücklicher Spielplan. Für uns sonntags in Berlin spielen, montags zurückfliegen, mittwochs hier gegen Melsungen spielen. Aber wir haben das schon mal ganz gut gemacht mit dem Rhythmus und haben dann gewonnen. Ich gehe davon aus, dass wir in Berlin alles umgeben, um mitzuspielen. Ja, aber in Berlin müssen wir nicht gewinnen, um es dann so zu festigen in Berlin, dass wir zu Hause gegen Melsungen vor dem Publikum wieder punkten können. Aber auch das wird nicht leicht. So, das wünsche ich meinen Trainern. Nach Hause gehen. Dankeschön für die Statements.